Die Bring-Your-Own-Device-Funktion ist ein Must-Have für Meetings heutzutage und USB-Audio stellt in der Qsys-Plattform einen großen Teil davon dar. Benutzer können dadurch schnell ihren eigenen Laptop oder andere Geräte mit dem System des Konferenzraums für Präsentationen, Telefonkonferenzen und viel mehr verbinden. Der Core 110F zum Beispiel hat eine USB-Typ-B-Verbindung, durch die ihr bis zu 16 Audio-Inputs und 16 Outputs über ein einziges Gerät streamen könnt. Um diese Funktion zu aktivieren, geht in das Properties-Panel eures Cores und ändert den USB-Endpoint-Count von 0 auf 1. Dadurch werden Input- und Output-Komponenten erzeugt, die ihr in euer Schematic ziehen könnt und die Audiosignale über USB entweder empfangen oder senden. Euer PC und alle anderen Geräte sollten ein Gerät namens Qsys Core 110F finden, mit einem Label, wie ihr es in den Einstellungen vergeben habt. Ihr könnt bis zu 4 verschiedene Endpoints für diese USB-Verbindung laufen lassen, um sie mit unterschiedlichen Programmen zu nutzen, aber die meisten Benutzer werden wohl nur ein oder zwei brauchen. Eine gebräuchliche Anwendung für so eine Verbindung ist die Telefonkonferenz. Ihr könnt den Ton eines Computerprogramms wie Skype oder Link auf den Core schicken, um euren Anruf über die hochwertigen Lautsprecher eures Konferenzraums abzuspielen und den Core dazu benutzen, um die Mikrofone des Konferenzraums an den PC zu übertragen. Im Prinzip könnt ihr euer Qsys-System in eine echovermeidende Freisprecheinrichtung für euren Laptop verwandeln. Wenn ihr den USB-Endpoint-Typ als Speakerphone konfiguriert habt, wird die USB-Verbindung als Freisprecheinrichtung eurer Konferenzanwendung erkannt. Wenn ihr in den Audioeinstellungen eures PCs die Verbindung als Default Communications Device setzt, könnt ihr euch schnell und automatisch damit verbinden. Weil die Art von Telefon Mono ist, haben eure Komponenten nur einen Input- und einen Output-Pin. Wenn ihr eine akustische Echo-Unterdrückung für dieses Audiosignal verwenden wollt, zum Beispiel ein einfaches AEC-Setup, schaut euch unser Quickstart-Video zum Acoustic Echo Canceller an. Die andere Art von Verbindung nennt sich Soundcard. In dem Fall wird der PC den USB-Endpoint als Line-Out- oder Aux-In-Kanal erkennen. Diese haben 2 Kanäle voreingestellt, um eine Stereo-Verbindung zu ermöglichen. Ihr könnt die Anzahl der Kanäle auf bis zu 8 erhöhen, aber beachtet, dass Windows eine Begrenzung eingebaut hat, die euch nicht mehr als 2 Kanäle verwenden lässt. Glücklicherweise können wir das durch die Installation eines universellen ASIO-Treibers beheben. Ihr findet diese Treiber zum freien Download unter www.asioforall.com. Ihr könnt auch den Input-Modus der Soundkarte von Line auf Speaker ändern. Diese Funktion braucht ihr, wenn euer Raum einen PC mit einem Blu-ray-Player hat, der mit dem Core über USB verbunden ist. Wenn ihr Speaker auswählt, wird sich die USB-Verbindung des Cores als Lautsprecher-Output an eurem PC identifizieren. Dadurch könnt ihr Stereo, Quadrophonie, 5.1 oder 7.1 einstellen, damit euer PC nachher das richtige Surround-Signal über USB schickt. In diesem Modus wird der USB-Output in Qsys als USB-Line-In am Computer erkannt. Das Wichtigste ist zu beachten, dass wenn ihr eine USB-Verbindung einstellt, der USB-Input in Qsys ein Output am PC ist und die Output-Komponente am Qsys als Input am PC erkannt wird. Merkt euch einfach, dass Input und Output in Qsys aus Sicht des Cores bezeichnet werden und ihr werdet keine Probleme damit haben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.